Danke für die Gelegenheit, eine Brüsseler Sicht auf das Thema strategische Autonomie beizusteuern. Worum geht es hier? Wir wollen mit unseren Partnern gemeinsam agieren, wann immer möglich, aber auch in der Lage sein, autonom zu handeln, wann immer das nötig ist. Das entspricht unserem Bekenntnis zu Multilateralismus und zu kooperativen Lösungen. Aber es entspricht auch der Einsicht, dass dieses Ziel in Zeiten geopolitischer Rivalität und nationalistischer Reflexe nicht immer allein in unserer Hand liegt. Viele denken bei dem Begriff nur an die Sicherheitspolitik. Darum geht es auch. Aber vor allem geht es um die Handlungsfähigkeit Europas in politischer Hinsicht, aber auch um wirtschaftliche, währungspolitische und um technologische Aspekte. Und wir müssen in der Lage sein, die Außenpolitik zu gestalten, die wir für richtig halten, entsprechend unseren Interessen, aber auch unseren Werten. Dieses Konzept ist weder gegen jemanden gerichtet, noch in Konkurrenz zu anderen gedacht. Es ist nicht protektionistisch und es geht schon gar nicht um eine Militarisierung der EU. Aber in einer Welt vielfältiger Risiken wie Cyberattacken, Terrorismus oder Chemiewaffen müssen wir Europäer uns in die Lage versetzen, den Schutz unserer Bürger und unserer Interessen zu gewährleisten, notfalls eben auch alleine. Unsere transatlantischen Beziehungen sind vielleicht das wichtigste Beispiel. Wir wollen und wir werden unsere Beziehungen weiter vertiefen, aber wir sollten dies selbstbewusst tun. Dies gilt ausdrücklich auch für wirtschaftliche, handelspolitische und gesundheitspolitische Interessen, wie uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie vor Augen geführt hat. Wir bekennen uns zu offenen Volkswirtschaften, aber wir müssen eben auch einseitige Abhängigkeiten vermeiden und wir müssen uns immun machen gegenüber unlauterem wirtschaftspolitischem Druck. Versorgungsengpässe bei wichtigen Medikamenten und die extraterritoriale Wirkung von Sanktionen dritter Länder mögen vielleicht hier als Stichworte genügen. Das beste Beispiel aus jüngster Vergangenheit für kooperative Lösungen ist der Team Europe-Ansatz. Zur Unterstützung unserer Partner beim Kampf gegen die Pandemie haben wir fast 36 Milliarden Euro mobilisiert. Wir werden noch in diesem Monat auf Ministerebene einen sogenannten strategischen Kompass diskutieren. Es ist eine Bestandsaufnahme und gemeinsame Bewertung der Bedrohungen und Herausforderungen, denen Europa sich in strategisch bedeutsamen Bereichen wie die Energiepolitik, aber auch Digitales, Handel, Weltraum, Verteidigung oder Technologie gegenüber sieht. Abschließend und um wirklich jeden Zweifel an unserer strategischen Grundausrichtung zu zerstreuen, wir arbeiten auch weiter an der Stärkung des Multilateralismus und wir schmieden immer neue Allianzen mit Partnern in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Rohstoffe oder Digitalisierung. Aber dabei wird es uns helfen, wenn wir selbst als berechenbar, fairer, aber eben auch ernster und handlungsfähiger Akteur wahrgenommen werden. Herzlichen Dank.